Philosophie fällt einem nicht als erstes ein, wenn es um zeitgemäße Wissenschaftskommunikation geht. Nicht jeder kann Philosophie in die Bevölkerung tragen. Denkste. Im Kern, das haben Sie eben schon gesehen, steht ein Format, für das es keine teure Agentur, keine aufwendige Technik, kein Festival, kein eigenes Gebäude und auch keine Storytelling-Coaches braucht. 4 Studierende, 3 Postdocs, 1 Prof. Wir gratulieren heute Abend ganz herzlich am Reibar Julia Frese, David Löwenstein, David Niemann, Christoph Sapp, Markus Schrenk und Berit Weiß zum Kommunikatorpreis 2022. Allerdings brauchen gute Lehre, erfolgreiche Wissenschaft und eben bürgernahe Wissenschaftskommunikation mehr Zeit, mehr Geld und mehr Personal. In dem Gedankenexperiment geht es ja um das Verhältnis, was zwischen Mary und der für sie erfahrbaren Welt besteht. Und genau um so welche Fragestellungen geht es in der sogenannten Philosophie des Geistes. Ganz, ganz herzlichen Glückwunsch an Sie alle, meine Freunde. Thank you.